Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute gibt's mal wieder eine Watch Party. Ich habe mir gedacht, da Tim und Struppi als Game so gut angekommen ist, machen wir einfach mal eine Watch Party zu dem Film von 2011. Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Wie gesagt, aus dem Jahre 2011, geht 103 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben. Ich habe mir das Ding über den Amazon Store gekauft, digital, und habe aber gesehen, dass es den Film auch bei Wow im Stream gibt, also bei Sky im Filmstream-Abo. Das besitze ich nicht, deshalb, wie gesagt, über Amazon einfach gekauft. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen drauf ein, wie meine Story so zu Tim und Struppi oder von Tim und Struppi ist. Relativ kurz, kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Deshalb würde ich aber auch sagen, schnacken wir gar nicht lang und ich werde runterzählen. Nochmal ein kleiner Disclaimer, also das hier ist wirklich nur ein Audiokommentar von mir zum Film. Und ich werde jetzt von 3 runterzählen und auf 0 starten und dann gucken wir mal, ob eine Werbung kommt. Orientiert euch unbedingt am Timer. Den Timer binde ich gleich noch mit ein und dann könnt ihr euch das nochmal oder euch nochmal genau synchronisieren dazu, ne? Okay, 3, 2, 1, Start. Und wir gucken einfach mal, im Augenblick lädt er noch. Nein, wir sind direkt drin, okay. Also ich befinde mich bei Sekunde 5, 6, 10, 11. Jetzt ist er eben ein bisschen gesprungen, ein drittes Mal machen wir noch. 17, 18, 19, 20, okay. Hier kommt gerade bei mir das Paramount-Logo reingeflogen. Im Augenblick habe ich noch keinen Ton auf den Kopfhörern. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja, auf jeden Fall kann ich vielleicht schon mal kurz drauf eingehen. Also Tim und Struppi, das Ding hier ist ein Animationsfilm. Ich glaube, das kam damals nicht so gut an. Viele mochten lieber diesen Zeichentrickstil, den es noch von früher gab. Da muss ich aber sagen, das habe ich höchstens beiläufig irgendwie mal im Fernsehen gesehen oder so. Da habe ich keine große Verbindung zu, auch zu den Comics oder so, die es da irgendwie gab und gibt. Ah, wir haben Sound, okay. Okay, wir haben Sound. Eine Schreibmaschine sehen wir. Columbia Pictures. Und Paramount Pictures. Ja gut, den Film hier habe ich damals nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn irgendwann gesehen, als er dann im Fernsehen kam. Und ich war tatsächlich positiv überrascht. Mich hat das damals alles nicht so richtig gejuckt, dass das nicht gezeichnet war. Aber hier so ein bisschen dieser Look, auch so ein bisschen Catch Me If You Can mäßig, ne? Also so sieht's eigentlich ganz cool aus. Spielberg hat ihn gemacht, okay? Das Geheimnis der Einhorn. Ich glaube, das ist irgendwie ein Schiff, ne? Also so muss ich aber sagen, der Look gefällt. Jetzt sieht man natürlich die ganzen Sprecher hier, die nochmal. Andy Serkis könnte man kennen, ne? Hier Herr der Ringe. Daniel Craig. Okay. Ah, Nick Frost und Simon Pegg kennt man auch. Also wie gesagt, der Anfang erinnert mich wirklich sehr an Catch Me If You Can. Da hast du nämlich auch so einen Look, dass Leonardo DiCaprio da die ganze Zeit von Tom Hanks verfolgt wird. Und da spielen sie auch im Intro mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Bildern. Ist aber cool gemacht. Also es hat schon irgendwie Style. Aber man merkt es ja, der Film ist von 2011, es kam bis heute kein weiterer Film raus, jedenfalls habe ich keinen auf dem Schirm. Dann kann der nicht so gut angekommen sein, oder? Also ich hätte mir wahrscheinlich auch noch einen zweiten reingezogen. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht originalgetreu so an den Vorlagen dran. Ne? Mir hat er damals gefallen, das weiß ich noch. Aber mal schauen.
Also auch ein langes Intro, ne? Nicht, dass Sie hier den kompletten Film schon spoilern, oder spoilern Sie hier die vergangenen Stories? Ich denke aber, dass Steven Spielberg doch der richtige Mann dafür war, oder? Ich meine, der kann doch solche Filme ganz gut. Ich glaube, beim Trailer haben sie sein Gesicht auch immer nicht so, nur so dezent gezeigt, ne? Weil alle so ein bisschen abgeneigt waren von diesem Look und dadurch auch sein Gesicht nicht so cool fanden oder wie man es auch immer bezeichnen kann. Oh, hier wird schon geklaut. Struppi kriegt schon mit. Das ist auch so eine kleine Anspielung an. Ja, wie gesagt, das ist eine kleine Anspielung an die Zeichentrickversion. Das ist aber nett, dass sie damit so ein bisschen spielen, sag ich mal. Was vielleicht damals nicht so cool angekommen ist. Also selbst wenn wir hier einen Animationslook haben, wirkt dieser Animationslook schon sehr real-life-mäßig. Also sehr nah an echten Personen dran. Ne? Ah, hier, da haben wir schon das Schiff. Und vorne drauf ein Einhorn. Erinnert mich total an Uncharted 3. Aber das Spiel kam später raus, ne? Da hat Uncharted sich vielleicht ein bisschen dran orientiert. Das Spiel den ein bisschen an die Wand. Oh, nicht, dass er da jetzt gegenläuft oder was? Oh. Tja, schade, weg ist weg. Aber warum will er das Ding denn haben? Und jetzt doch nicht mehr. Tja. Ist auch geil, ne? Erst will das Ding offensichtlich. Ja, eben. Erst will das Schiff gar keiner haben, so gefühlt, und auf einmal will sie jeder. Okay. Tim ist also bekannt. Also ich kann auch sagen, einige Synchronsprecher erkennt man auch wieder.
Das würde mich aber auch mega interessieren. Überleg mal, du hast da so ein Schiff und auf einmal will das jeder haben. Also wie gesagt, dieser Animationslook, ich finde den okay. Ich finde den jetzt nicht so richtig überragend, aber ich finde den auch nicht scheiße oder so. Aber ich kann verstehen, dass er gewöhnungsbedürftig ist. Aber es sieht schon gut aus. Jetzt muss man natürlich bedenken, dass 2011 ist schon ein bisschen her, ne? Also heutzutage wird das wahrscheinlich wieder anders aussehen. Ich frage mich ja auch immer, weil ich manchmal auch mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie über Haustiere nachgedacht habe. Ist das bei Katzen wirklich so? Oh, jetzt haben sie es aber gefunden. Was auch immer das ist. Okay, die werden jetzt das Schiff klauen, ne? Warte mal, er hat's jetzt nicht richtig mitgekriegt, ne? Das Ding ist unter den Schrank gelandet. Der Hund hat's mitgekriegt, aber er nicht, ne? Ah, Gerüchte. Das ist eine gute Frage. Okay, er wird es lüften, oder? Aber sowas ist von der Atmosphäre halt auch immer geil, ne? Dass du so eine Bibliothek hast, so ein bisschen. Die Stimmung so ein bisschen schauriger ist, könnte man fast sagen, so ein bisschen gedrückt. Und dann auch sowas mit dem Schiff, was untergegangen ist. Warum hat der Typ ihn verfolgt? Das war ja der erste Typ, der ihm das abkaufen wollte, ne? Und da ist das Ding weg. War klar. Das fragen wir uns alle. Das hat jeder kommen sehen. Er geht weg und lässt natürlich das Ding stehen, was jeder haben will. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wohin. Der Hund ist schon drüben. Hund müsste man sein. Oh, okay. Links versteckt im Schatten, wie damals schon bei Toy Story 2. Links versteckt im Schatten. Aber das zum Beispiel, ich finde das cool von der Atmosphäre her. Das hätte ich schon alles nicht gewusst. Oh. Aber das ist ein verlassenes Haus und hier ist einfach random ein Hund? Bam! Oh, hat er einfach gefühlt durchgebissen. Okay, das ist interessant.
Das ist niedlich. Solche Kronleuchter sind ja auch immer krass, ne? Darf dir bloß nicht auf den Kopf fallen. Oh, wer ist er denn? Das verstehe ich nicht. Das Ding ist verlassen und da läuft trotzdem einer drin rum. Als wenn er auf ihn gewartet hätte. Also das muss er mir jetzt erstmal erklären. Wieso steht das Ding denn jetzt hier? Im Augenblick sieht es eher aus, als wenn er der Dieb ist. Nee. War das Ding damals auch in 3D? Weil dieser Stock so in Szene gesetzt wird? Ja, wie gesagt, viele von den Synchronsprechern kennt man. Die hat man alle schon mal irgendwo in irgendwelchen Filmen gesehen, gehört. Aber es ist auch interessant, wie man sofort in diesem Fall drinne ist, ne? Nimmt sofort an Tempo auf das Ding. Das war schon so ein bisschen so ein subtiler Hinweis. Ja, war das so ein Meta-Hinweis oder war das wirklich nur so ein... Oh, die Wohnung ist auch auf. Wie gesagt, auf einmal ist jeder scharf auf dieses Schiff. Oh, guck dir die Bude an. Da haben die Party gemacht. Und es liegt noch. Aber was ist das? Aber was genau ist das? Ist da eine kleine Pupskarte drin oder was ist da drin? Also gibt es drei Schiffe.
Ja, aber inwiefern bringt die, also woher wissen die, dass sie diesen Zettel suchen? Da, er ist es wieder. Interessanter Name. Oh ja, oh, jetzt wird's interessant. Ich glaube, sein Leben, ja, wollte ich gerade sagen. Das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht. Oh. Er wird jetzt durchsiebt. Und er hat die Knarre in der Hand. Ich meine, okay, aber die Kugeln kamen ja aus der anderen Richtung, aber. Nicht schon wieder. Ist aber auch interessant, wie er das immer ganz plausibel sozusagen, ganz normal erklärt, obwohl die Situation nicht so gut aussieht für ihn, ne? Guck mal, er hat eine Knarre in der Hand, da wurde jemand erschossen. Vorher hat er das Schiff geklaut und ist in ein fremdes Gebäude eingebrochen. Und das halt juckt alle halt nicht und ihn juckt es halt auch nicht. Er erklärt das ganz normal und dann ist das Thema auch erledigt. Das kennt man aber auch aus verschiedenen Krimis und Filmen, ne? Also Krimiserien und Filme. Dass denn da nochmal mit Blut irgendwas geschrieben wird oder nochmal irgendwelche Buchstaben markiert werden. Der geht schon mal vor. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, in welcher Beziehung stehen die Polizisten eigentlich zu Tim. Ah, oh, ein krasser Trick. Die sind auf jeden Fall interessant und haben Wiedererkennungswert. Ja, längst über alle Berge, hier ist er. So, da haben sie ihn. Aber inwiefern hängt er mit drinne? Oder hat er mit der Story eigentlich gar nicht wirklich was zu tun? Also mit der Einhorn? Vor allen Dingen da vorne, so weit war der doch gar nicht weg. Jetzt hat er ihn beklaut. Das ist aber sehr viel mit Biegen und Brechen, ne? Also so weit waren die Polizisten nur auch wieder nicht weg. Und der Typ ist ganz sicher auch noch nicht so weit weg, wenn er da ganz entspannt weitergeht. Glaube ich euch aufs Wort, dass ihr Profis seid. Herr Tim vor allen Dingen. Oh nein.
Aber wie nüchtern er die Sachen halt auch immer betrachtet, ne? Und dann alles nochmal auf. Im Prinzip wird er die ganze Zeit abgezogen. Und dann fasst er das immer ganz nüchtern zusammen. Ich weiß, die ganze Wohnung im Arsch hier gefühlt. Also ich bleib dabei, der Look ist wirklich interessant. Oh, der Hänger ist aber. War der wichtig? Es ist ähnlich wie im Spiel, ne? Wenn du aus der Perspektive des Hundes spielst. Jetzt gibt's hier auch mal die Perspektive des Hundes. Ist vielleicht in den Comics auch so, ja? Dass du da auch oft die Perspektive des Hundes irgendwie hast? Kettenreaktion. Okay. Also ich habe mich nämlich auch schon gefragt, wann es in die Richtung geht. Also in die Richtung Ozean. Weil das Geheimnis der Einhorn und wenn man das so mit einem Schiff in Verbindung setzt, dass die Einhorn ein Schiff ist oder drei Schiffe. Dann denkt man sich natürlich automatisch, wann geht's denn Richtung Wasser? Oh, okay. Nein. Ein drittes. Aber mich würde interessieren, was steht denn auf seinem Zettel drauf? Aber so ist im Prinzip auch meistens die Story so aufgezogen, oder? Weil im Spiel ist es ja ähnlich. Dass Tim halt irgendwo eingesperrt wird und der Hund muss ihn dann befreien. Und die anderen Schurken da als Gegenspieler. Pass auf, er ist entkommen. Doch, ne. Ach so, ja, das weiß ich noch. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ha. Aber ist ja im Prinzip eine Parallele zum Spiel. Da musstest du auch aus so einem Raum entkommen. Oh. Ist da ein Tiger drin oder ein Löwe oder was soll das? Hier, auch zwei Bullaugen. Und da singt er schon. Lass mich mal. Oh, die wollen ihn da raus sprengen, okay. Champagner kannst du für den Captain mitnehmen. Der braucht das. Aber es ist auch interessant, dass der ab 6 ist, ne? Dafür, dass da ganz schön rumgeballert wird und dass das auch ein bisschen, ja,
gewöhnungsbedürftig ist, was die da so erzählen. Das musst du auch erstmal hinkriegen, Alter. Das würde ich, dieser Winkel alleine schon, wenn ich da so hoch gucke am Schiff, da würde ich Schiss haben, nach unten wegzufallen. Ich nehme dich als Schutzschild. Na klar, hat er das. Oh, ich habe, glaube ich, gerade einen kleinen Sprung gehabt da drin. Also falls das jetzt zeitlich nicht mehr so ganz hinhaut. Das sah so ein bisschen aus, als wenn er hier kurz einen Cut gesetzt hätte. Stellt das Feuer ein, war da, aber ich bin jetzt gerade beim Captain. Warte mal, ich kann ja nochmal zeitlich so ein bisschen, dass das wieder hinhaut. Ich bin bei 30 Minuten und 6, 7, warte. 10, 11, 12, 13. Er kämpft gerade mit dem Captain. Genau, das ist doch der Captain, ne? Ich frag mich ja immer, warum heißt das Ding eigentlich Tim und Struppi? Das ist ja Tim halt und der Hund. Aber der Kapitän ist doch auch immer mit dabei, oder? Die Tür ist auf. Der ist gut. Ich dachte, die Tür war abgeschlossen. Auch geil. Oh, Prügelei. Dieses Gesicht von dem Captain, wenn der sein Gesicht so verzieht, das sieht irgendwie aus wie Benedict Cumberbatch. Der kann manchmal sein Gesicht auch so verziehen. Also dieser Sherlock-Darsteller oder der auch Doctor Strange in dem Marvel-Film ist, der kann sein Gesicht manchmal auch so verziehen. Finde ich echt cool. Und er erinnert mich an den Moriarty aus dem Sherlock 2 Film. Also aus dem Film mit Robert Downey Jr. Hab wieder vergessen, wie der Schauspieler hieß. Aber der hat zum Beispiel auch bei Resident Evil 2 mitgemacht. Toll. Ich wollte auch gerade sagen, und? Dann erzähl doch die Story. Na toll. Na, dann gibt es auch drei Schiffe. Aber das meine ich, so richtig für Kinder, für kleine Kinder ist die Story jetzt nicht wirklich, oder? Die fummeln hier die ganze Zeit mit Waffen rum.
sondern drei. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Harry Potter Story, weißt du, wo du auch diese drei Dinge hast. Du hast einmal den Elderstab, einmal diesen Tarnumhang und einmal den Stein der Auferstehung. Da gibt es nicht auch die... Diese Story mit den drei Federn oder sowas, gab es da nicht auch irgendwas mit drei Brüdern oder so? Wahrscheinlich daran angelehnt war. Wow. Ja, wird schon nicht passieren. Das ist aber auch geil, wie die da so umhersliden. Okay. Da hat aber auch jeder ein Gadget so dabei, ne? Na? Könnte so auch 1:1 im Spiel stattfinden. Gab's dazu eigentlich ein Spiel? Vielleicht gab's da ja ein Spiel zu. Na los, du musst das machen. Struppi, hier, nimm ihn. Oh oh. Oh Mann, nein, ey. Nur für sein Saufzeug. Toll. Stark. Pass auf, die wachen bestimmt nachher durch ein ganz kleines, minimales Geräusch auf. Oder vielleicht auch nicht, aber so, er hätte ja im Prinzip alles machen können. Guck mal, wie die durch dieses ganze Abteil geflogen sind. Durch die ganze Kajüte. Und, oh nein! Muss natürlich zuerst ausgetrunken werden. Ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf hätte, so mitten auf dem offenen Meer oder Ozean in so einer kleinen Nussschale. Das ist zum Beispiel auch so ein Videospiel-Shot. Wenn du so am Schiff langläufst. Ich glaube, ich wäre da nicht nochmal hingelaufen, oder? Geil, lecker Ratte, Einhorn. Fress doch einfach die Ratte. Okay, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, dass das in Marokko liegt. Ich meine, okay, er hatte jetzt die Karte, aber ich hätte gar nicht gewusst, wo ich da suchen soll. Da ist einer drinne? Der war gut.
Das ist ja richtig Slapstick hier. Da war einer im Boot. Erstmal nachgucken, ob einer drin ist. Kann ja in jedem Boot einer chillen. Bam. Aber es ist auch viel so Bud Spencer und Terence Hill mäßig, ne? Dass es denn ordentlich erstmal auf die Wumme gibt. Schnell rein und weg. Alter, wie die alle direkt losballern. Die könnten ja auch Querschläger da so abfeuern, weißt du? Das könnte ja überall landen, das Zeug. Oh, oh. Ja, der Hund aber Glück, dass er sich nicht einfach ein Getränk seiner Wahl geschnappt hat. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die alle schlechte Schützen sind. Und da haben sie auch Glück gehabt, dass das Ding richtig rumgeflogen ist. Ja, aber jetzt ist halt die Frage auch, würden sie die einholen? Ich meine, so ein großes Schiff ist natürlich schwerer zu wenden. Aber vor allen Dingen, selbst wenn du mit dem Boot da unterwegs bist. Nee, nee. War das falsche Boot, ne? Das wird das andere Boot gewesen sein, was sie vorher da schon runter. Ja. Nee, nee, er hat gesagt, nur Tim. Ja. Naja gut, hätte auch das Richtige gewesen sein können. Hier, das zum Beispiel auch wieder, das könnte doch so ein 3D-Effekt sein. Von 2011? Kann hinkommen. Ich glaube, ich war damals bei Resident Evil Afterlife im Kino. War auch 2011, war 3D. Also das müsste auch 3D schon gewesen sein, ne? Hatte ja zu dem Zeitpunkt so einen krassen Hype und dann fanden sie es auf einmal doch alle nicht mehr so geil. Ich fand's okay. Einige Filme waren schon gut in 3D, andere waren nicht so. Es war so ein mittleres Ding. Doch, es ist logisch, aber er kann sich halt nicht dran erinnern. Hat er ja schon erzählt, dass er das weggesoffen hat. Das ist natürlich alles sehr praktisch, ne? Auch nicht so gut. Natürlich kann ich das. Aber das ist halt auch wieder so das, ne? Ob das so geil ist, wenn du da auf einem offenen Meer, offenen Ozean bist und dann... Oh. Okay, die gehen beide erstmal down. Die schlafen jetzt erstmal.
Ja, erstmal schlafen. 1 Ja, das ist zum Beispiel auch ein geiler Shot gewesen, so ein geiler Übergang. Aber was ist mit ihm? Wieso haben sie diesen Langfinger hier so mit drin? Damit die hier auch was zu tun haben? Oder was ist das? Wird der nochmal wichtig? Ah, hier muss ich auch so ein bisschen an die Rocket Beans denken. Ich hatte da ja schon öfter mal erwähnt, dieses Pen and Paper da, Morton Manor und so. Er hier erinnert sehr an den Charakter von Simon. Und der Typ mit der Klinge erinnert so ein bisschen an den Charakter von Nils. Er ist auch geil, ne? Hier mit den Vögeln. Aber die beiden checken nicht, dass sie hier diesen Langfinger vor sich haben. Das haben die noch gar nicht gerafft. Ja. Ja. Genau. Dass die das aber wirklich nicht checken. Guck mal, wie viele Brieftaschen der da hat. Das ist ja stark. Ja. Stark, ne? Ich sag ja Kleptomane oder sowas, ne? Langfinger. Ja. Ja. Nein. komisch. Die hören ihm überhaupt nicht zu. Aber es ist auch interessant, ne, dass der so Brieftaschen so geil findet. Ich meine, sieht ja alles schick aus irgendwie. Er gibt sich freiwillig. Tintin. Also Tim. Aber es ist auch interessant, ne, dass der Tintin heißt im Original und im Deutschen dann Tim. Bedeutet Tintin sowas wie Tim im Deutschen oder wie muss man sich das vorstellen? Oh, da haben die noch ein kleines extra Fach. Oh, okay. Das ist natürlich sehr praktisch für ihn. Ist allgemein praktisch, dass da Sachen einfach so random drinne sind, ne? Ich meine, okay, manche Sachen ergeben ja. Oh, was ist denn jetzt los? Ich zünd das Boot an. Oh nein. Der Typ hat schon so ein bisschen seinen Verstand verloren, oder? Aber ist auch geil, wie das Boot jetzt einfach andersrum treibt. Ich sag ja, auf offenem Meer, offener Ozean, die haben Glück, dass die Wellen nicht so hoch sind.
Will er jetzt den Körper reinmachen oder was? Oh, die kommen ja wie gerufen. Der wollte bloß ein bisschen Aufmerksamkeit, der wäre nicht gesprungen. Eigentlich sind die ganze Zeit nur am Hintern. Das wird nur auf die geballert. Die ganze Zeit. Aber wer sind die? Und? Irgendwas hat er getroffen. Den Motor? Hat der andere Typ die angeheuert? Das ist halt die Frage. Oder ist es wieder eine Drittpartei? Oder sind das einfach random Leute? Ich habe mich eben gefragt, was da schwimmt. Das ist einfach seine Frisur. Ich habe eben gedacht, das sieht aus wie Holz oder so. Oder ein Pinsel. Kein bisschen. Aber ist auch ein bisschen komisch, ne? Er hat das Ding ja sozusagen beschossen, dass die eigentlich notgelandet sind, oder? Und jetzt fliegt er mit dem Ding denn doch wieder los? Okay, sie scheinen auf dem richtigen Kurs zu sein. Ah, okay, das ist sogar das Schiff. Ja, das gehört ja auch einfach dazu, dass du im Endeffekt nochmal schlechtes Wetter hast und schön durch da. Aber überfliegt man sowas nicht einfach? Also einfach. Natürlich nicht einfach, aber normalerweise umfliegt man das oder überfliegt man das, oder? Ich glaube nicht, dass man da voll reinhält. Er ist auch so ein Algi. Ja, natürlich. Oh! Aber das meine ich, das hätte sich ja auch fürs Videospiel oder fürs Videogame. Ich meine, soweit habe ich ja noch nicht gezockt, vielleicht kommt ja sowas noch. Aber es hätte man ja auch alles so ein bisschen zocken können, dass du so hier ein bisschen Flug-Action hast. Und wegschlürfen. Der Hund hat sich das reingepfiffen. Oh, noch einer. Okay, das machen sie doch aber auch nur so ein bisschen für den Gag, oder? Das war damals wahrscheinlich so ein bisschen hochmoderne Technik in der Filmindustrie, dass man so Flüssigkeiten durch die Luft, also so ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine, dass du durch die Luft wabern lässt und dann so wegschlürft. Das wäre überhaupt nicht meins. Ja. Na los. Das Flugzeug erinnert mich auch ein bisschen an Captain Baloo und seine Crew. Da ist er doch.
Oh nee, pass auf, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was er macht. Bleh. Jetzt. Bleh. Okay, das ist alles schon ganz schön wild hier. Schön ab in die Wüste. Oh. Okay, die haben sich inzwischen befreit. Die denken sich wahrscheinlich auch, was geht hier ab. Ja, vom Blitz getroffen natürlich auch noch. Die ziehen schon Leine, ich sag ja, die haben auch keinen Bock mehr auf das Zeug. Boah. Aber es sieht krass aus, ne? Wie das Ding zerschellt. Ja, er rutscht da genau rein. Oh, jetzt landet er drauf, oder was? Komm, zieh ihn da weg. Gleich ist die Frisur ab. Ja, zack. Okay, die Maschine kannst du vergessen. Die hat sich erledigt. Ah, das ist aber auch scheiße, ne? Erst über den Ozean da, jetzt durch die Wüste latschen. Das ist schon problematisch. Vater Morgana oder was sieht er da jetzt? Nichts. Vater Morgana. Ich denke mal, der wird sich nachher wieder dran erinnern, wenn er längere Zeit nüchtern ist. Oh, was hat er gefunden, Knochen? Einen großen Knochen. Okay, auch ein bisschen Fluch der Karibik. Ich glaube, es war im dritten Teil, ne? Wo Johnny Depp da alleine in der Wüste mit dem Schiff unterwegs ist. Oh, wilde Frisur. Ach nee, das ist ein Hut. Das ist der Hut. Das sah ein bisschen aus wie die Frise. Aber die Übergänge, die sind schon echt gut gemacht, finde ich. Das sieht schon cool aus. War er nicht der Butler von vorhin? Am Anfang des Films, der Tim niedergeschlagen hat?
Ich meine, das war ja auch das Anwesen von der Familie, ne? Klar, dann würde das schon irgendwie Sinn machen. Der andere hat sich da bloß irgendwie reingesneakt. Mal gucken, ob das noch alles ein bisschen nachher zum Ende hin genauer aufgeklärt wird. Ah, ich sag ja, das sieht schon cool aus mit dem Wasser und dem Feuer. Also diese Spielereien sind schon ganz nett. Also technisch gesehen haben sie da ordentlich was rausgeholt, finde ich. Oh, hier die ganzen Kamerafahrten und so, hier ist ja überall irgendwie was los. Oder das Wasser, wenn man nur ins Wasser guckt oder so. Das sieht schon echt nice aus. Der Stil, so der Look von den Personen ist natürlich gewöhnungsbedürftig, das verstehe ich. Aber trotzdem sieht das schon irgendwie, das hat schon irgendwas. Er macht das natürlich alles im Alleingang. Bam. Stark. Das frage ich mich auch gerade. Wer denn? Wer ist das? Ja, er braucht noch ein bisschen, um sich an alles erinnern zu können. Er ist langsam nach und nach wieder ein bisschen nüchterner. Du hast Entzug? Das ist los mit dir. Und du hast einen Hitzestich, denke ich mal auch. Ich wollte gerade sagen, wer sind die denn? Das ist hier so die. Okay, ja. Also da haben die echt Glück gehabt, dass sie noch gefunden wurden. Ja. An ihn kann er sich nicht mehr erinnern, okay? Das ist Wasser, okay. Ich dachte schon, die haben ihm da jetzt auch noch irgendwas anderes mit reingetan. Okay, er braucht wieder Alkohol, offensichtlich. Den kann er sich wieder dran erinnern, oder was? Aber das ist auch interessant, weil wenn er total hackedicht ist,
kann er sich nicht mehr dran erinnern, weil er ein bisschen was vergessen hat. Der braucht so einen gewissen Pegel, oder? Jetzt spuckt er gleich Feuer. Okay, er wird zum Hulk. Das ging aber schnell. Aber er zeigt den Typen doch mal. Ist das denn der andere? Der Jagd auf die macht? Also ein Vorfahre von ihm oder sowas? Wir brauchen ihn mal. Der soll mal sein Tuch abnehmen. Das könnte der sein, oder? Man sieht sein Gesicht leider nicht so wirklich. Didim. Meuterei. Ja, es muss ja der andere sein, ne? Weil im Prinzip. Genau, so sind wir da ja reingefallen, also reingestartet sozusagen. Dass das im Prinzip Meuterei war. Aber alles ein bisschen ausgeschmückt, ne? Die sehen ja alle ein bisschen anders aus. Ja, die Übergänge sind schon echt gut gemacht. Also da haben sie schon mit diesen ganzen technischen Spielereien und so die Optik, das hat der Film auf jeden Fall schon einigermaßen drauf. Sowas sah auch schon immer geil aus, wenn du so eine Schatztruhen und sowas hattest. Das habe ich damals bei DuckTales schon abgefeiert, wenn Dagobert da in seinen Geldspeicher reingesprungen ist. Aber guckt euch das mal an, das sieht so cool aus irgendwie. Das ist so nice für die Augen, wenn du dir das so anguckst. Na gut, das ist jetzt natürlich nicht so cool. Ja, das ist immer, also Meuterei ist immer scheiße. So, dass du denn die einen hast, die noch auf der Seite sind vom Captain und die dann alle mit gekillt werden. Okay, die haben natürlich Party gemacht. Warum legen die da die Waffen auf einmal an, nur weil er den rum... Ja, jetzt würde ich es verstehen, wenn er das Schwert zieht. Ja, aber das haut doch jetzt wieder nicht so richtig hin, weil der wird doch das Schiff, er war doch zum Schluss auf dem Schiff noch drauf. Okay. Also die Kämpfe sind auch cool gemacht. Also theoretisch muss, ja, wollte ich nämlich gerade sagen, er muss es ja wieder auskriegen. Smart, okay. Immer noch eine Lampe. Aber das ist auch wieder so ein Ding, was im Spiel hätte auch so oder, ne?
in einem Spiel auch so stattfinden könnte. Da muss ich wirklich nochmal googeln, ob es dazu echt ein Spiel gab. Würde sich eigentlich mega anbieten. Da, er ist es. Wie von uns schon vermutet, wer soll es auch anderes sein? Aber das ist schon die Vergangenheitsstory, ne? Von den Vorfahren, ja? Weil im Prinzip ist ihm ja das Gleiche wieder passiert in der Jetztzeit. Als Tim ihn da rausgeholt hat. Er hat ja auch von Meuterei und so gesprochen. Oder da wurde ja auch von Meuterei und so gesprochen. Also hier ist offensichtlich der Vorfahre, genau, alles klar, in einer anderen Zeit. Also ist es damals schon mal so passiert mit den Vorfahren. Ey, das sieht so cool aus mit diesen Münzen und dem ganzen Zeug. Oh, dieser schöne Schatz, ey. Und das Einhorn. Ja, die Frage ist halt, wo ist dieses dritte Schiff? Auch wieder ein cooler Übergang, so. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, so, dass die Gesichter hier und da einfach ein bisschen zu grimmig wirken oder so, dass das vielleicht nicht so wirklich deshalb ankam. Aber da ist halt auch die Frage, für wen waren denn die Comics oder der Zeichentrick? Also die Zeichentrickserie, für welche Altersgruppe ist das denn eigentlich gedacht? Ich kann mir vorstellen, dass so ein 6-Jähriger, 7-Jähriger hiermit noch nicht so wirklich was anfangen kann. Weil das halt auch alles irgendwie so ein bisschen, ja, sehr real wirkt, aber auch sehr für Erwachsene durch die ganzen Waffen und so. Das sind doch die beiden Polizisten, ne? Die sind da also extra hin, um ihm die Brieftasche zu geben, okay. Aber es ist so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, aber so ein bisschen ist das ja auch aus dem Nichts, wie die jetzt auf einmal da sind, oder? Also ich meine, sie haben es ja jetzt eben versucht, so ein bisschen zu erklären, aber die sind ja auch ausgewichen, so. Aber irgendwo müssen die Wege ja wieder zusammenführen zum Finale hin.
Bei so einer Location muss ich immer automatisch an Assassin's Creed denken. Na, war ja klar, dass der. Ja. Aber man muss auch sagen, er wirkt wie der Paradegegenspieler irgendwie. Ich sag ja, er erinnert mich nicht umsonst an an Moriarty aus Sherlock Holmes 2. Da. Die dritte Einhorn. Das dritte Schiff. Die Frage ist, hat er denn das erste Schiff geklaut? Ja, ne? Das zweite war wirklich sein, also, was heißt wirklich, aber das zweite war halt nicht das, was Tim gekauft hatte. Also gehen wir erstmal davon aus, dass der Typ schon beide hat. Natürlich nicht das Pergament. Das Pergament vom ersten Schiff hat. Naja, Tim hat es jetzt auch nicht mehr. Er hat es ja eben weitergegeben, aber. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, das dritte Ding hier noch zu klauen, um dann alle zusammenzufügen und das Ziel zu finden. Also. Die reale Einhorn, das reale Einhornschiff. Wo es versunken ist. Ich denke mal, die wird jetzt hier so ein bisschen singen, ne? Und dann wird er da versuchen, diese Gelegenheit zu nutzen, während alle abgelenkt sind. Wird das eigentlich so ein bisschen das fünfte Element mäßig? Mit Bruce Willis, der Film? Da wird ja auch gesungen und dann geht die Party auf einmal richtig ab. Ich muss ja sagen, Respekt davor, wer so singen kann. Aber mein Geschmack ist das auch überhaupt nicht. Okay, ihr übertreibt ein bisschen. Aber wie gesagt, mein Geschmack wäre das auch nicht so. Er kann damit auch überhaupt nichts anfangen, ne? Der Hund findet das jetzt auch nicht so geil. Wie die auch mit den Ferngläsern da so direkt hingucken und erstmal auf den Hund gucken und so. Aber cool sieht's aus, ne? Das sieht aus wie so eine Location, die du auch mit Sims baust oder so. Mit dem Swimmingpool und dann irgendwie Skulpturen daneben hinsetzen. Oh, da sind sie wieder. Und bam, ouch. Ja, was willst du da machen? Didim, Auftritt des Gegenspielers. Ich sage, er wird das jetzt hier irgendwie gleich nutzen. Ja, auf diese Spiegelung haben sie aber auch Bock, ne? Also das machen sie schon die ganze Zeit, dass du dann die Silhouette bzw. die jeweiligen Figuren dann in der Spiegelung immer siehst. Ah, das Glas soll springen. Und. Deshalb haben sie das auch so in den Fokus gesetzt, weißt du, diese Spiegelung, damit du siehst, okay, dann achte mal da drauf und auf einmal zerspringt alles. Boah, es sieht auch gut aus.
Und der Falke klaut das Ding jetzt, oder was? Das ist erstmal eine pure Behauptung. Den hässlichen. Den hässlichen da, das ist ja auch gut. Tatsache. Oh. Der weiß aber genau, was er holen muss, ne? Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass an Schiff Nummer 2, sag ich mal, also an seinem Schiff, was er da hatte, der Mast wieder fest war. Das heißt, er muss das Ding rausgezogen haben und den Mast wieder angeklebt haben oder so, ne? Irgendwie? Er hat ihn K.O. geschlagen. Ja, weil er ihn damit umgehauen hat. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall da angucken, wo der Wind total krass weht. Oh, jetzt wird's wild. Jetzt wird's auf jeden Fall Indiana Jones-mäßig, wa? Indiana Jones, Uncharted, Lara Croft, Assassin's Creed, kann man alles mit reinzählen. Ja, aber wenn der mit dem Ding da richtig trifft, dann macht der da ja auch noch mehr kaputt, oder? Oh ja, er hat was getroffen. Ich wollte gerade sagen, der macht doch auch noch mehr kaputt. Wenn er die Gegner damit getroffen hätte, dann wären die ja auch, also die wären ja pulverisiert. Da bekommst du ja dann deine drei Zettel nicht mehr. Ja, jetzt wollen sie ja auch nochmal alles zeigen, ne? Also das ist auch so Uncharted-mäßig. Das alles, oder Battlefield oder so, wo alles um dich rum auf einmal total zerberstet und kaputt geht und du halt mittendrin und immer knapp nicht getroffen bist. Uncharted 2 hat eine sehr gute Sequenz da, wenn dieses Haus zusammenbricht und du bist in diesem Haus drin, ne? Wasser sieht halt auch immer sehr cool aus in solchen Filmen. Der Kapitän geht auch ab, irgendwie ist der lustig. Ja, fast. Hol ihn dir. Ah. Knapp. Ja. Ein Zettel ist noch. Come on. Er hat doch zwei. Hat er sich doch eben gegriffen, ne? Und den dritten hat der Adler noch. Ja, Mann. Oh. Oder habe ich das falsch gesehen? Nee, er hat sich doch zwei gegriffen. Einen hat er noch im Schnapp. Alter, wie hier alles. So eine ähnliche Sequenz gibt es, glaube ich, auch bei James Bond. Boah. Glanzparade wie Oliver Kahn damals zu seinen besten Zeiten. Ja, oder ist das... Ah. Okay. Er hat alle drei.
Ja, der Hund hängt auch noch mit dran, also. Ja, aber der Hund. Warum? Naja, gut. Wenn er losgelassen hätte, schon vorher, hätte er andere ihn ja trotzdem fallen lassen. Die haben ja auch trotzdem Meuterei in der Vergangenheit da begangen, sag ich mal. Obwohl er also beziehungsweise seine Crew da gekillt in der Vergangenheit. Obwohl er sich ergeben hatte und das alles erzählt hatte, was die wissen wollten und so. Also er hätte ihn auch so oder so da reingeschmissen zusammen mit dem Hund. 2-Sterne-Hotel. Und noch einen dritten Stern, oder was? Auch das haben sie. Ich wollte gerade sagen, er hat eigentlich immer einen Plan. Er hat immer gesagt, total nüchtern, okay, wir das und das und so und das machen wir jetzt. Okay, das hätte ich auf jeden Fall nicht gewusst, dass das so funktioniert. Das ist natürlich praktisch. Kommt auch ein bisschen aus dem Nichts, aber man muss ja zum Finale sich wieder irgendwo treffen, ne? Das ist die Stimme, die Synchronstimme von Kevin Spacey, ne? Also von ihm. Von Nestor oder wie er heißt. Didim. Sie sind schon da. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Die haben ja gerade selber gesagt, die sind irgendwie wieder zurück. Ja, also ich glaube nicht, dass das so easy funktionieren würde, wenn du da lauter Polizisten um das Auto rum hättest und da dann noch die Knarre ziehst, so. Ich glaube, da hätten die dich schon in real life dann durchsiebt oder so.
Also das wäre auf jeden Fall nicht meins, da in diesen Höhen, in einem Auto oder generell. Höhe ist nicht so meins. Ich glaube nicht so wirklich, dass ich Höhenangst habe, vielleicht ab einer gewissen Höhe. Wenn es zu hoch wird, ist es auf jeden Fall nicht meins. Und bei diesen Geschwindigkeiten auch auf jeden Fall nicht meins. Aber damit arbeiten sie hier im Film auch viel, ne? Dass du diese ganzen Übergänge hast, dieses ganze irgendwas knallt in irgendwas rein und dann wieder raus. Also es ist immer irgendwie irgendwas in Bewegung und irgendwas zerschellt. Da hat er aber Schwein gehabt. Auch sehr viel Slapstick, ne? Sehr viel von diesem Humor, irgendwer rutscht irgendwo aus. Alter. Ich glaube, da wollten sie auch ein bisschen. Weiß nicht, ob es angeben ist oder ausprobieren oder so, aber da haben sie viel damit gearbeitet. Dass da halt alles in allem so drinne zerschellt und auseinanderbricht und hier und schnelle Bewegung da und so. Entweder damit wollten sie ein bisschen flexen, ein bisschen angeben, oder die haben da wirklich sehr viel noch rumprobiert, wie viel da geht in die Richtung. Aber dieser Dolch oder Degen in dem Schaft, also in diesem Gehstock, ist schon ganz, ganz coole Idee. Er hat auch immer irgendwo Alk da liegen, ne? So, und nu? Ja, Mann. Tja, das ist jetzt die Frage. Braucht man das wirklich? Da auch wieder die Spiegelung. Ach, werf ihn einfach damit ab. So drauf geschissen. Oh, okay, jetzt werfen. Autsch. Ja, Glück gehabt, dass er nicht den Alkohol dann doch noch gegriffen hat, um sich den reinzuziehen, sondern die ganzen Flaschen sinnvoll genutzt hat, sagen wir mal. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt, der Film ist ja jetzt gleich zu Ende, ne? Also die Frage ist, wird denn hier ein zweiter Teil angedeutet gleich? Wo sie sich denn aufmachen zur Einhorn?
Weil es scheint ja sich jetzt hier so ein bisschen dem Ende zu neigen. Dem Ende zuzuneigen. Oder wird das hier irgendwie noch aufgelöstet oder gelöst in den letzten 10 Minuten? Der macht doch gleich einen Abgang, oder? Hä? Ist es nicht das Haus vom Anfang? Da muss doch Tim wissen, wo das ist. Das hätte Tim doch mitkriegen müssen, oder nicht? Ist es nicht das? Ja, siehst du, ist doch das Gebäude. Erstmal ein Saufen. Na, siehst du, da wird noch im Keller hinter im Keller sein oder unter im Keller oder irgendwie so eine Aktion. Wenn er sich an irgendwas erinnern kann, dann wird da noch irgendwas sein. Eine Tür? Ein Durchgang? Da ist doch schon was zu sehen. Das haben die all die Jahre nicht mitbekommen? Aber diese Durchgänge findet auch immer Struppi, ne? Aber das ist auch so eine Frage. Warum mauerst du sowas ein? Weil du davon ausgehst, dass du das Schloss wieder zurückbekommst? Didim. Denn liegt da das Schiff, oder? Weiß ich nicht, das ist mir auch ein bisschen zu sehr aus dem Ärmel gezogen, jetzt muss ich sagen. Ich meine, macht ja schon. Weiß ich nicht, das ist mir ein bisschen zu sehr. Das sah einfach in diesem ganzen Keller ge Wölbe da, dass da denn ein Globus ist, wo eine kleine Pupsinsel drauf ist, die da eventuell nicht drauf sei. So ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt fühlt sich das gerade an. Aber da ist der Hut wieder. Wir machen gleich nach dem Film. Deshalb bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen ruhiger. Wir machen da gleich nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie ich das so alles gesehen habe. Der Film wird ja gleich zu Ende sein.
Das meine ich, das Ding ist jetzt auch so ein bisschen aus dem Ärmel gezogen. Am Boden des Globus, das hast du gar nicht gesehen, wie er das da auf am Boden des Globus ist. Oder habe ich jetzt was verpasst? Nee, ne? Okay, ich werde gleich nochmal durchspulen. Also, ich habe keine After-Credit-Scene mehr gesehen. Ich muss sagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich dem Film damals gegeben habe, aber ich würde so 3 von 5 Sternen geben, glaube ich. Der Film hat mir optisch ganz gut gefallen. Klar, man muss jetzt natürlich auch mit einberechnen, dass der Film von 2011 ist. Die Figuren, also von den Gesichtern her und so, haben sie natürlich sehr versucht, detailliert zu sein. Der eine hatte auch mal eine Narbe im Gesicht oder du hast viele Falten im Gesicht gesehen und so. Sie sehen natürlich auch ähnlich dem Original aus, so wie ich mir das Original vorstelle. Man hat ja am Anfang auch mal so ein bisschen diesen Vergleich gesehen, wo Tim da von diesem Künstler gezeichnet wurde, gemalt wurde. Das war ein nettes kleines Easter Egg, ein netter kleiner Vergleich, wie er in den Comics aussieht. An sich fand ich, der Film war auch okay, aber ich weiß nicht, so richtig rund fand ich das Ding nicht. Auch wenn er eigentlich irgendwie rund war in dem Sinne, dass sie irgendwo gestartet sind und dann zum Schluss wurde es ja auch wieder gesagt, okay, wir sind wieder da, wo wir losgesegelt sind. Sowas finde ich auch immer schwierig in Filmen oder Serien. Wenn du irgendwo startest und dann am Ende nach 1,5 Stunden, 2 Stunden wieder genau an dem gleichen Punkt bist, wo du angefangen hast und dann wird das noch so ein bisschen twistmäßig verkauft, so ja, der Schatz, so, der war ja die ganze Zeit hier und so. Das finde ich immer ein bisschen, gewöhnungsbedürftig, so weißt du, und dann gehen sie da durch Zufall irgendwie in den Keller, so, das war so ein bisschen alles aus dem Ärmel gezogen, so, weißt du, so ein bisschen, weiß ich nicht, so, das war so, ja, was machen wir als erstes? Ja, wir gehen jetzt erstmal in den Keller. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil er nach Alkohol gucken wollte oder sowas, so genau habe ich das auch nicht gerafft. Und dann sagt er ja schon, ja, früher sah es irgendwie anders aus, da weißt du schon, okay, hier scheint noch ein Keller neben dem Keller zu sein oder dahinter eingemauert zu sein oder so, und dann gehen sie da rein. Der ganze Raum steht voll mit Sachen, dann gehen sie zum Globus hin. Ja, da ist eine Insel drauf, die sehe ich auch sofort. Und am Boden vom Globus ist noch ein anderer Zettel. Und weißt, das war nachher so ein bisschen so, wir stoßen dich jetzt mit der Nase drauf, so weißt, wir tunken dich jetzt hier ein. Okay, nimm das. Siehst du's? Siehst du's? Kannst du's jetzt sehen? Irgendwie war das die ganze Zeit so ein bisschen größer aufgeblasen, als es im Endeffekt war. Ich weiß nicht, ob man das so ganz nachvollziehen kann. Ich fand die Charaktere alle okay, fast schon gut, so, ne? Der Hund, der ist auch ganz niedlich, muss ich sagen. Der erinnert mich immer so ein bisschen an den von Asterix und Obelix hier. Boah, wie hieß der? Idefix oder so? Ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber müssen wir vielleicht auch mal machen, Asterix und Obelix-Filme gucken oder so. Ja, ansonsten, wie gesagt, technisch, was sie so abgefeuert haben, mit diesen ganzen Sachen, die da immer zerspringen und wie das aussah, war schon cool. Aber es wirkte auch zeitweise, als wenn sie sich da so ein bisschen drauf, ja, wie soll man das am besten, als wenn sie es zu sehr in den Vordergrund rutschen lassen. So, weißt du, okay, hier ist was in Bewegung, da ist was in Bewegung, da knallt was in was rein und alles ist die ganze Zeit ständig in Bewegung und zerschellt und zersplattert und immer die Action dann mega krass im Vordergrund. Klar hattest du auch wieder ruhigere Sequenzen, aber es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der Film dafür, dass der im Prinzip nur 1,5 Stunden, naja, es ist ein bisschen länger, aber er kam mir zeitweise schon einen Ticken zu lang vor. Als wenn man nochmal hätte da trotzdem noch irgendwie Viertelstunde rausnehmen können oder so. Ne? Aber gut, ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, nicht mit Tim und Struppi aufgewachsen. Ich bin nicht der größte Tim und Struppi-Fanatiker, größte Fan oder sowas. Bei mir ist da vielleicht der Vergleich eher zu Batman, so ein bisschen. Aber das hier ist ganz klar nicht wirklich ein Heimvorteil für mich. Trotzdem muss ich sagen, mir hat das neue Spiel, was rauskam, gut gefallen, was ich da, also was ich bis jetzt davon gesehen habe. Ich werde das auch noch durchspielen. Wird sich nur zeigen, ob wir es auf dem Kanal durchspielen oder ob ich es dann privat durchspiele. Und der Film, ich hatte ihn gefühlt ein bisschen besser in Erinnerung, aber gut, ich habe ihn bis jetzt auch erst einmal jetzt zum zweiten Mal gesehen und das ist locker 5, 6, 7 Jahre her oder so, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und in diesen 5, 6, 7 Jahren hast du natürlich einen Haufen andere Filme inzwischen gesehen und ja, es ist ja auch so, dass sich die Filmbranche von Jahr zu Jahr gefühlt immer wieder verändert. Es wird ja alles schnelllebiger und sowas. Und deshalb kann das natürlich sein,
Dass ein sowas jetzt alles nicht mehr so richtig kickt, weil man schon andere Sachen wieder gesehen hat, ne? Also ich habe da zum Beispiel oft das Gefühl, dass viele Filmkritiker und so sich Filme ansehen und die Filme dann von vornherein scheiße finden oder so, obwohl du dir so denkst, nee, eigentlich ist der Film nicht scheiße, der ist solide. Aber heutzutage gibt es ja so viele Filme, dass man schnell abgestumpft ist. Und das kann hier in diesem Fall vielleicht auch so ein bisschen bei mir passiert sein. 6 von 10 möglichen Sternen wäre das ja umgerechnet. 3 von 5, ne? Letterboxd hat ja nur 5 Sterne. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal bewertet habe. Auf jeden Fall würde ich hier 3 von 5 geben. 6 von 10 ist, denke ich, ganz okay, ne? Und ihr könnt ja eure Gedanken nochmal in die Kommentare schreiben. Ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man damit aufgewachsen wird. Dann wird man wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen besseren Nostalgiefaktor haben und ein bisschen mehr mit allen Sachen anfangen können, vielleicht ein bisschen mehr schmunzeln hier und da, weil man gewisse Dinge wiedererkennt. Ne? Einzelne Personen habe ich ja auch so ein bisschen wiedererkannt. Ne? Also Tim kenne ich, Struppi kenne ich, ich kenne hier den Kapitän und auch die 2 Polizisten oder so. Das sind alles so Figuren, die man natürlich in der allgemeinen, also in der Filmkultur und so, in der Medienlandschaft schon mal gesehen hat. Zumindest, ne? Und wie gesagt, ich würde auch sagen, dass ich damals im Morgenprogramm oder so auch mal die ein oder andere Folge gesehen habe von der Zeichentrickserie. Ja. Na gut, das soll es aber erstmal gewesen sein. Also ich habe jetzt lose geplant. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich so machen, aber es sollen noch weitere Watchpartys auf jeden Fall folgen. Bei Interesse schreibt gerne in die Kommentare, welchen Film ihr gerne zusammen gucken wollt, sagen wir mal so. Oder welchen Film ich mal so audiokommentarmäßig so ein bisschen begleiten soll. Ich würde sagen, als nächstes kommt der Mario-Film. Ne? Aber das ist jetzt erstmal nur ein loser Gedanke von mir. Eure Meinung könnt ihr da gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.